Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Gameplay, diesmal zu StarCraft 2 Wings of Liberty, entwickelt von Blizzard Entertainment. Ja, bekannt durch World of Warcraft wahrscheinlich die meisten und natürlich durch StarCraft. Wir spielen beide, Dragoso und ich. Hallo. Gegen zwei Computergegner. Ich spiele die Protoss und Dragoso spielt die Zerg. Genau, wir haben die Computergegner auf leicht gestellt, weil wir haben die Erfahrung gemacht beim letzten Mal, als wir es gespielt haben. Das ist zwar auch schon eine Zeit her, aber sollt ihr euch nicht weiter kümmern, dass die mittleren Bots einfach zu heftig sind. Die haben uns gleich am Anfang schon angegriffen und da waren wir nicht ganz drauf vorbereitet. Deswegen Richtig. Versuchen wir jetzt erstmal wieder auf leicht. Wir sind ja auch keine Pros in dem Spiel, also wir spielen das einfach nur zum Spaß. Wir haben keine Taktik so wirklich. Wir spielen es einfach mal so drauf los und ich würde sagen, dann startet das Spiel mal. Ja. Und wirklich lange spielen wir es ja auch noch nicht. Richtig. Also wir haben das so ein paar Mal gespielt zusammen. Ist ein super Spiel. Ich denke mal, die meisten haben das Spiel auch schon mal gespielt. Oder StarCraft 1 schon mal gespielt. Ist ja bekannt. Ja, und Warcraft 3, dadurch ist Blizzard auch sehr bekannt geworden. Richtig, fast vergessen, ja. Warcraft 3, da haben wir früher unendlich viel gezockt. Richtig. Das war krank. Tower Defense und alles, Richtig. Was dazugehört. Dota haben wir überhaupt nicht gespielt. Da hatten wir so ein paar Runden. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Dafür spielen wir LOL. League of Legends. Ist einfach viel übersichtlicher. Richtig. Und wer weiß, Dota 2 kommt ja bald. Also, bald weiß ich nicht. Aber Valve, die produzieren ja Dota 2. Okay, und da sind wir auch schon im Spiel. Was ihr hier seht, sind die Arbeiter. Die schicke ich jetzt auch erstmal gleich zum Sammeln los. Das hier sind die Rohstoffe. Mineralien und Vespingeysir, das ist das Gas, was hier gewonnen wird. Das sind die beiden Hauptrohstoffe. Und ich baue jetzt erstmal weitere Arbeiter. Die baue ich hier aus diesen Larven. Das ist bei jedem Volk anders. Ich gehe mal kurz rüber zu Monkey. Ja, genau. Ich baue nämlich hier diese Sonden. Die kann ich heranwarpen, wie es so schön heißt hier. Ich spiele ja die Protoss. Das sind so diese ziemlich hochentwickelten Aliens. Ich heranwarpe mir da gerade einen Assimilator. Das setze ich auf die Vesping-Geysire. Und dann, zack, kann ich die auch schon losschicken. Richtig. Dann produzieren die halt Gas. Genau. Das hier, das ist mein Overlord. Der wird dafür gebraucht, um die Versorgungspunkte hochzubringen. Das ist dann die Einheitenzahl, die man maximal bauen kann. Bei Monkey sind das so kleine, wie heißen die Dinger? Pylonen, glaube ich. Pylonen, glaube ich, ja. Mhm. Ja, Pylonen. Ja. Das ist halt bei jedem Volk unterschiedlich, bei den Menschen. Das sind so kleine Versorgungsgebäude. Ich baue jetzt hier erstmal einen Blutschleimpool. Ew. Richtig widerlich. Die Zergs sind halt so außerirdische Lebewesen. So organisch und alles so eklig und mit I und Aber sind cool. Natürlich. Und mit Krallen und Klauen und Ja, und dann hoffen wir mal, dass die Bots diesmal nicht so heftig sind, aber naja. Ja, was Richtig. Man zu den Protoss noch dazu sagen kann, sollte, die können sich ein Gebäude heranwarpen und dann weggehen. Das wird dann einfach gebaut. Richtig, bei den Menschen ist das so, da muss halt einer beistehen, der das baut. Wie ihr wahrscheinlich aus diversen anderen Spielen kennt. Und bei den Zerg ist es wiederum so, wenn ein Gebäude gebaut wird, dann verschwindet die Drohne, weil die sich dazu mutiert. Uha. So, mein Brutschleimpool ist fertig. Dann können wir jetzt auch demnächst schon
die ersten Zerglinge bauen, aber erst brauchen wir Overlords. Na dann, Prost. Mhm. Ja. Ja, außerdem bei den Protoss, das ist so, dass ich nur in dem der Reichweite dieser Pylonen, die haben so eine kleine Reichweite, da kann ich nur bauen. Das könnt ihr jetzt leider gerade nicht sehen, aber ich kann ungefähr jetzt mal hier mit der Maus den Umkreis nachvollziehen. Genau. Und sonst werden die Gebäude halt nicht mit Energie versorgt. Genau. So, bauen wir doch gleich schon mal zwei Zerglinge. Beziehungsweise das Spiel ist so ausbalanciert, dass jeweils ein Zergling, die sind ein bisschen schwächer, das sind ja Nahkampfeinheiten, jeweils eine Zergling-Einheit bildet zwei Zerglinge. Bei den Marines, bei den Menschen ist das dann, weil die halt auch auf Fernkampf sind und so weiter, so ausbalanciert, dass das nur eine Einheit ist. Und bei den Protoss, ich glaube, da sind die Anfangseinheiten auch ziemlich teuer, oder? Ja. Überhaupt alles ist bei den Protoss ziemlich teuer, dafür sind die auch ziemlich mächtig. Die haben dann auch später ein eigenes Schild und sowas. Ich glaube 100, ich hab gleich mal den Warp-Knoten fertig, den Warp-Knoten. Und bei den Protoss seht ihr auch hier oben, diese blaue Leiste, das ist ein Schild, was alle Einheiten von den Protoss haben. Genau, und Berserker kosten 100, achso, teuer. Mhm. Ja. Oh, da hat mich Spieler 4 entdeckt. Ja, die erkunden wir ganz gerne immer. Genau. Da vorne, also die Gegner haben wir ja auf Zufall gestellt, da wissen wir gar nicht, was die sind. Jetzt weiß ich, dass Spieler 4 ein Zerg ist. Achso. Ja, ich baue mal meine Zerg hier ein bisschen weiter. Und ich glaube, dann greifen wir auch schon mal gleich an. Wenigstens, oder wir gucken wenigstens, was er so gebaut hat. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Da kann ich hier auch eine Königin bauen. Gibt es eigentlich sowas bei den Protoss auch? Ich glaube nicht. Nee. Königin, nee, wir haben ein Mutterschiff am Ende. Ja. Nicht am Ende. Also die Königin wird hauptsächlich, die kannst du auch angreifen, aber wird hauptsächlich dafür benutzt, um mehr Larven zu produzieren in der Brutstätte. Dann schlüpfen nach einer Zeit halt, ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Stück raus. Und außerdem kann die auch noch Kriechertumore produzieren. Was ihr hier seht, ist diese graue Masse hier, das ist der Kriecher. Darauf bewegen sich die Zerg schneller. Kann ich gerade mal demonstrieren. Hier sind die Zerglinge langsamer und hier gewinnen sie wieder an Schnelligkeit. Und alle Zerggebäude können nur auf diesem Kriecher platziert werden. Joa. Was gibt's noch zu sagen? Ach, das ist meine Königin. Okay, mach ich erstmal ein paar Larven. Ja, und die wirklich heftigen Pros in dem Spiel, die haben, wenn sie ihre Armee aufgebaut haben, dann tausende von Fähigkeiten. Die können dann zum Beispiel blitzen mit einigen Einheiten über Gebäude und über alles rüber. Sowas machen wir nicht. Also mit Tastenkürzeln oder so spielen. Ja, seht ihr unten zum Beispiel hier Kriechertumor oder Transfusion. Und ja, Larven erschaffen. Das gibt's auch als Tastenkürzel hier C, V und T, aber das ist zu zeitaufwendig, sich das einzuprägen und so weiter. Und wir spielen es ja nicht so häufig. Ja, ich glaube, ich mache mich dann schon mal auf den Weg mit meinem Zergling. Okay. Hier in der Mitte von der Karte, das sind so Aussichtspunkte. Wenn man da eine Einheit hinschickt, wird in einem bestimmten Umkreis, der ist halt festgelegt, die ganze Karte aufgedeckt. Oh, was ist das denn für ein Ding? Huch! Oha, das habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Sieht ja nicht so lecker aus. Sieht so ähnlich aus wie die Ultralisten von den Zerg. Das sind nachher so riesige, eklige Hauerviecher. Genau. So, mal gucken, was die hier schon so aufgebaut haben. Moment mal, nee, die sind hier ja gar nicht. Die sind ja auf der anderen Seite. Ah, hier sehen wir schon die ersten Einheiten, die er produziert hat. Lass meine Zerglinge jetzt einfach mal angreifen. Das ist der Terraner. Also der Mensch. Das
So, das war jetzt ja... Oh, da sind ja noch mehr Zerklinge. Aha. Beziehungsweise hier seht ihr Schaben. Das sind so leichte Fernkampfeinheiten. Und hier die Basilisken? Ne, wie heißen die? Seht ihr gleich noch, werde. Ne, kann ich hier Hydralisken heißen, die ja alles verwirrend. Das sind die Standard-Fernkampfeinheiten, die sind auch sehr stark und ja, sollte man nicht unterschätzen. Und da kommen sie auch schon. Durch die Mitte. Oh ja. Da habe ich aber eine kleine Armee. Eine teure Armee. Ich gerade nicht. Na gut. Da kommen sie, ja, natürlich zu mir. Das ist klar. Ich baue mal ein paar weitere Gebäude. Aber den mache ich schnell fertig. Und hier können wir jetzt auch zum Bau ausbauen. Da kann man dann das Hauptgebäude aufwerten einfach. Noch ein paar Zerklinge bauen, falls ihr wieder gleich kommt. Was haben wir denn jetzt gebaut? Schamhöhle und Evolutionskammer. In der Evolutionskammer können wir dann gleich Upgrades kaufen für die verschiedenen Einheitentypen. Zeige ich euch gleich alles. Das habe ich ja auch. Und Stachelkrabbler, das sind so Bodenabwehrgebäude. Hier. Und die sehen eklig aus. So, ich setze sie mal ein bisschen unter Druck und schicke gleich meine zweite Zerkling-Armee los. Gut. Hoffentlich komme ich damit durch seine Reihen. Ja, ich baue immer noch meine Armee. Hm. Nochmal ein paar Schaben bauen und hier seht ihr jetzt die Evolutionskammer. Da kann man, in Level-Schritten so, es gibt ja Level 1, 2 und ich glaube sogar auch 3, immer weiter die Fähigkeiten ausbauen. Zum Beispiel den Angriff von Fernkampfeinheiten oder Nahkampfeinheiten, je nachdem. Oder die Panzerung und Schnelligkeit und so weiter. Oha. Der ist schon stärker. Ja. Ja, das ist ein normaler Bot, aber naja. Das sind jetzt fast Röhre. Das ist auch nur ein Zerkling. Schaben bauen zur Verteidigung. Und ich glaube, dann expandieren wir auch gleich. Du hast es ja schon gemacht. Wie? Man kann nämlich mehrere Hauptgebäude bauen. An verschiedenen Mineralienorten dann. Mineralienvorkommen. Seht ihr hier überall auf der Map? Halt zwei Gasgeysire und die verschiedenen Kristallablagerungen. Und es ist halt nur von Vorteil, wenn man sich da aufbaut und dann immer mehr und mehr und mehr Mineralien sammelt. Da kann dann der Gegner irgendwann nicht mehr mithalten. Ja, genau. Ich versuche dann auch bald mal eine Verteidigung zu errichten. Was brauche ich denn da? Eine Schmiede. Da seht ihr schon seine Armee. Hetzer, Berserker und einen Unsterblichen. Manche Einheiten von den Protoss, wie ihr hier seht, der Beobachter, sind unsichtbar. Die können dann nur von, zum Beispiel Einheiten von den Menschen, ich glaube... Türme, Wachtürme. Türme, genau. Die können die auch aufdecken. Und sonst sieht man die einfach nicht und die können die Reihen niedermähen. Genau, da bin ich auch gerade. Der schickt eine Overlord. Mhm, erkundet wohl nur. Der ist zwar ziemlich langsam, aber... Erkundung bringt's. Und meine Beobachter, den schicke ich gerade mal runter in deren Lager. Mal sehen, was die so haben. Ja. Im Nest selber von den, zum Beispiel hier Schaben, kann man auch noch die upgraden. Zum Beispiel die Bewegungsgeschwindigkeit, das ist ziemlich hilfreich, weil
So schnell sind die nicht, vor allem außerhalb vom Kriecher.